Schritt weiter als alle anderen. Du bist schon am Spielen oder was? Ja. Oh, geil, ey. Alter, das ist echt gut. Ich komme hier noch auf Sachen, da habe ich noch gar nicht gedacht. So, also, ja, willst du ja schon auch mal irgendwie ein bisschen ankündigen, das Spiel, was wir jetzt spielen hier? Genau. Magst du das machen? Ja, ich kann das machen, auf jeden Fall. Sehr gut. Do it. Ja, auch ich war nicht untätig. Das ist zwar schon seit fast einem Jahr fertig, aber der Feinschliff eben, der kostet Zeit. Das weißt du ja sicherlich auch. Und zwar habe ich auch ein kleines Spielchen gemacht. Ja, und man sieht es schon. Man sieht es schon hier im... warte mal, ich muss mal hier so. Bei mir sieht man schon, wie ich ein Level baue. Du baust ein Level? Ja. Wieso? Ja, ich hab hast du auch einen Level-Generator dabei gemacht oder was? Nee. Nein. Ich hab das in dem gleichen Programm gemacht wie du und hab jetzt bei dieser Gelegenheit einmal kurz schon mal, während du noch labertest, habe ich einmal ein klitzekleinen Level gebaut. Osla hat ein Mobile-Game gemacht und zwar so eine Art, jetzt nicht unendlich Runner, sondern, aber es ist so eine Art Runner. Man läuft im Endeffekt als Osl durch die Gegend viel schneller als in Real, ja. Mit Verschämtheit. Und was tatsächlich der Fall ist, man wird, also ich fange einfach mal ganz an. Das Ganze ist für Android, nur für Android momentan, ne? Genau. Die anderen Plattformen, die sind mir noch nicht so geheuer. Und die sind auch teuer, die anderen Plattformen. Ja, also Apple würde einfach mal 70 Euro kosten. Ja. Ja, und dann ja auch nur ein Jahresabonnement, aber auch nur. Ja, guck mal, ey, bei Steam Greenlight zahlen wir 90 Euro allein, um uns eventuell von der Community hochvoten. Ach so. Hast du schon gestartet? Ja, ich bin schon unterwegs als Puzzle. Wie gesagt, viel schneller als in Real, aber was man im Hintergrund hört, ja, das ist die Ukulele. Oh, warte, meinst du es zu laut? Das ist die Ukulele, genau. Oh Gott, ich bin falsch gesprungen, Otte. Ich habe einige Noten leider gelassen. Also das ist natürlich das erste Level, sehr einfach. Es geht darum, einfach hier in die Tasse reinzulaufen und währenddessen so viel wie möglich an... Achso, jetzt muss ich mit Maus spielen, ne? Mit Maus schießt er, ansonsten mit den Pfeiltasten. An Musiknoten aufzusammeln. So, und es gibt natürlich auch Aliens, wie hier gerade stand, die einem das Gehirn raussaugen. Und hier... Achso, warte mal, hier so, bang. Oh nein, ich bin runtergefallen. Ah, jetzt war ich so mit auf, ich musste noch gerade, Entschuldigung. Das war jetzt nur, weil ich die Controls nicht konnte. Ja? Controls, ja, W und E, ne, oder die Pfeiltasten. W und E, achso, ja, achso, ich kann auch mit W und E spielen, das ist ja gut. So, ich hab, guck mal, jetzt hab ich schon den App Store, hab ich schon gepostet. Eigentlich muss man es genau, ja... Liebe Moderatoren, das ist hier der Link, der erste Link. Wer also sich das ganze Spiel in dem Google Store holen möchte, der kann das gerne machen. Und zwar findet man das unter kleines o unterstrich großes o, SSEL. Das Ganze ist sogar noch, was heißt noch, ich weiß gar nicht, ob du das vorhast, aber es ist auch völlig komplett ohne Werbung. Also du verdienst auch nichts dran, sondern es ist einfach nur aus Spaß an der Freude. Deshalb promoten wir. Ja, nicht hundertprozentig. Also das war jetzt so ein Projekt für mich, um mich mal an Unity ranzutasten. Das ist so eine Spielemachplattform. Und mit der Programmiererin zusammen, mit der Kader, habe ich das zusammengedengelt. Und also wenn man purchasen möchte, kann man das auch. Ich habe im Menüteil habe ich oben links einen kleinen Button. Da kann man dann die T-Shirts und fetter Doppelmord kaufen, wenn genau, man will. Deine T-Shirts und fetter Doppelmord war ja deine Platte, die du rausgebracht hast. Genau. Metal. Das ist ja schon sehr progressiver Metal ohne Gesang, ne? Ohne Gesang, richtig, ja. Ja, genau. Ah, das ist ein Update dann. Gesang hast ist du im ersten Level angefangen zu spielen? Ja. Hab ich. Ach so. Wieso? Achso, ja, weil ich glaube... Soll ich schon auf schwerere gehen? Freigespielt? Weiß ich nicht. Also ich bin jetzt hier, warte mal, ich bin jetzt... Oh. Level 3, glaube ich. Na gut, dann spiele ich auch Level 3 jetzt. So, man kriegt natürlich so kleine Gehirne noch aufgesammelt, aber es ist echt ganz nett geworden. Ich meine, du hast ja echt lange daran gearbeitet und es ist schon immer nett, wenn man dann am Ende endlich mal Erfolg hat. Also schaut euch das Spiel einfach mal an. Wie gesagt, mobil kann man das auch spielen. Das ist, glaube ich, etwas besser als wie ich das jetzt hier, so ein extra Bild für den PC.
damit wir das hier zeigen können. Und ich glaube, mobil ist das noch ein bisschen besser von den Controls auch, oder? Ein bisschen angenehmer. Ja, da hast du halt unten links, unten rechts deine Knöpfe. Also es fängt erstmal an, hat glaube ich 4 Level. Da hast du nur diese Geschwindigkeit und ab dem 5. Level kannst du dann auch rennen. Und dann musst du eben so ein bisschen mit Timing arbeiten. Also ich muss mich fangen lassen von so einem Alien, damit ich mal zeigen kann, was dann passiert. Ja, der muss ihn einmal sterben lassen, das ist sehr lustig. Ja, genau. Also wie gesagt, Ozzel hat hier alles gemacht, ja. Bis auf die Programmierung. Na, jetzt kommt hier, pass auf. Ich habe glaube ich einen Bug gefunden. Ja, scheiße. Nee, nicht wirklich einen Bug. Jetzt ist natürlich blöd, weil ich jetzt direkt vor dem Ende das gemacht habe. Aber ich bin runtergefallen sozusagen und der hat dann mein Gehirn rausgesaugt, während ich runtergefallen bin. Also. So, zack, ein Gehirn weniger. So sieht's nämlich aus, liebe Leute. So, ich kann jetzt aber auch, meintest du, nein! Oh Gott, ich bin schon wieder gestorben. Ich kann jetzt auch ins Menü gehen und dann die Level aussuchen irgendwie. Man muss die freigespielt haben. Ich bin mir gerade tatsächlich nicht sicher, ob und du das schon kannst. Und wie komme ich dann zu dem? Ich kann die hier einfach ziehen, verstehe. Ich habe ja schon ein bisschen weiter gespielt, insofern kann ich also das Level 9... Meiner stirbt jetzt mal. Hier, man kann nämlich auch noch rennen, damit man das auch nochmal hat. Das wird schon auch schwieriger. Wie viele Level gibt es insgesamt? 15. Na toll. Also, ich war die ersten Level, die waren jetzt ja echt easy. Ja, total easy. So, und jetzt muss man hier... Oh Gott, das fängt jetzt schon los. Das ist so ein Spiel wie, wie Pit, ihr seht schon. Oh Gott. Nein! Oh! Ey, dieser das ist fies hier mit dieser Plattform, die sich da bewegt und man laufen muss irgendwie. Das richtige ist das Timing. Die gelbe Plattform? Nee, die gelbe nicht. Ich habe hier nur eine ganz normale weiße Plattform. Achso, ja. Das ist ich bin da nicht hochgekommen. Das ist eine Sache, da muss man sich ein bisschen Skill erarbeiten. Dass man nicht in der Luft noch wieder abbremsen kann. Das ist voll gemein. Wie lange braucht man ungefähr, um das Level durchzuspielen, komplett? Also ich brauche, die letzten Level, die werden schon echt schwierig, aber ich brauche so ungefähr 25 Minuten. 25 Minuten? 20 bis 25 Minuten. Also mit 2-3 Mal Level neu spielen. Das Laufen sieht echt auch witzig aus, muss ich sagen. Oh Gott. Ich muss früher losspringen, glaube ich. Noob, schreiben alle. Weil ich das Spiel nicht hinkriege. Aber dieses Level 9, das habe ich schon länger versucht und das habe ich nicht hingekriegt. Echt nicht? Ja, das wäre natürlich schlimm, wenn das zu schwer ist. Schwierig gemacht hätte. Ja. Ich glaube nicht. Ich bin einfach nur nicht besonders gut, glaube ich. Oh, so, zack. Zack. Das erste Ziel ist ja überhaupt durchzukommen und das andere Ziel wäre halt alle Gehirne nach alle Noten. Was ist denn hier los? Ich habe hier einen Totenkopf. Ja, Vorsicht. Ist ja auch ein bisschen Metal alles. Ne? Ja, aber der hat gebrannt und ich bin nicht dran vorbeigekommen. Ja, aber du kannst ja springen zum Glück. Ja, aber ich bin gesprungen. Echt? Aber vielleicht habe ich den irgendwie in so einem ganz kleinen Augenblick noch irgendwie mitgekriegt. Ja, den hast du noch erwischt bestimmt. Level 9 war relativ leicht, fand ich, schreibt hier einer. Da hat einer schon durchgespielt anscheinend. Ja, es haben auch schon ein paar sich geladen, doch schon ein paar Comments da gelassen. Ja genau, Comments könnt ihr natürlich auch da lassen, da freut sich der Otto. Sterne und Comments und alles, was das Zeug hält. Damit ich endlich doch noch reich werden kann. Das ist so ein... Ah, guck mal jetzt. Jetzt! Oh nein! Jetzt muss ich mal nachher angucken, wie du es gespielt hast. Übrigens, ich muss mich jetzt eigentlich total konzentrieren und darf gar nicht mehr mit dir reden. Das mit der Blume hast du gerafft, ne? Mit der grünen, mit der blau-weiß-roten Blume? Was? Ja. Die im Hintergrund ist, oder was? Ja, du musst darauf achten. Es gibt eine mit blauen und weißen Blättern. Blume, pass auf. Okay. Das findest du im Menü. Da steht. Das ist eine bayerische Blume, oder was? Better hurry. Nein, du musst ja für nur. Oh! Gott sei Dank, ich hab's geschafft, Alter. Welches Level bist du? Nein! Oh Gott, nein! Immer noch im 9er, ich komme nicht über das scheiß 9er Level drüber. Es ist viel zu schwer.
Im Menü steht übrigens auch ein bisschen die Geschichte. Die Geschichte? Level 9. Ja. Erzähl genau. mal die Geschichte. Was ist denn hier für eine Geschichte? Na toll. Naja, Ozzel hat seine Noten. Ist das autobiografisch? Autobiografisch. verstreut. Wie du. Oh, jetzt komm, jetzt schaffe ich es ja selber nicht. Lol. Und muss sie wieder zusammensuchen. Und je mehr er zusammensuchen kann, desto besser wird natürlich das Album. Ach so, du hast hier also der Vetter Doppelmord richtig mit in die Story mit integriert und so. Ja, quasi. Für die, die es wissen, ja. So, aber am jetzt? Anfang des Levels steht ja... Ey, Alter, ich komm nicht über diesen scheiß Totenkopf drüber. Der ist viel zu groß. Oh, ich komme schon nicht auf die erste Plattform drauf. Ja, das sag ich doch. Diese Plattform meine ich, die so scheiße ist. Aber das habe ich inzwischen hinbekommen. Aber das ist ja Rennen oder nicht Rennen, um das Timing raus. Ey, Rennen oder nicht Rennen? Das ist halt die Frage, ne? Ja, jetzt kommst du hier mit den klugen Vorschlägen. Nein! Beim Totenkopf rennen. Ja, gut, okay. Das nein, schreibt nein, mir nein, jetzt die Community. Achso, echt? Ja. Warte mal, ich komme gut, dass du mir auch noch die falschen Kommentare. Da steht Let Out, pass auf. Du gehst ran, dich bist ganz dicht dran und dann boink. Einfach drüber. Ja, so du, einfach ist es. Ja, so. Du bist jetzt gerade rübergesprungen, oder was? Ich bin rübergesprungen. Ja, du hast ja auch das Spiel ein Jahr lang entwickelt und geübt. Das gilt ja auch alles das gar stimmt, nicht. Das stimmt wirklich, ey. Nein, jetzt komm doch da mal hoch! Wieso springt der denn da nicht? Ich klinge so ein bisschen wie Hitler, ich weiß nicht warum. Weil der eine Steuer heute gemacht hat. Oh, warum springt denn der nicht? Ah ne, jetzt klinge ich wie Marcel Reich-Ranitzky. Irgendwie stimmt das heute nicht. Die liegen ja erschreckend eng beieinander. Darüber darf man eigentlich gar keine Witze machen. Ah, komm schon, jetzt lauf doch da hoch! Alter! Los, du schaffst das, Ruppel. Ich weiß, dass ich das schaffe, aber ich will's nicht, weil ihr so Spaß habt. Ich mir beim Failen so zu gucken. Ich bin schon Level 10. Nee. Doch, doch. Du aber cheatest ich glaub, doch. Ich werde ein Walk, wie heißt es, Walkthrough, werde ich, glaube ich, mal aufnehmen. Ja, klar, musst du, von deinem eigenen Spiel. Dann sehen alle, wie du da auffällst und dann sagen sie, ach, deshalb. Nee, das schneide ich natürlich raus. Du willst einen Speedrun machen, der besonders cool ist. Speedrun, genau. Genau. Aber ich muss mal gucken. Ich bin drüber! Vielleicht, wenn ich noch Zeit habe, das ein bisschen zu expandieren, das Spiel, dann gucke ich, ob ich noch ein paar Features einbauen kann. Dass man zum Beispiel auch die Level auf Zeit spielen kann oder so. Aber was ich mir gut vorstellen kann... Boah, ich bin jetzt tatsächlich durch. Ich bin durch das Level 9 durch, Alter. So sieht's nämlich aus. Ich bin halt doch am Ende doch noch ein Pro. Pro. Ja. Ja? Weißt du, wer das nicht geschafft hätte? Sag mal. Der Murphy. Die Lara, der Murphy, die... Die Krea, die Lini. Aber weißt du, wer das nicht geschafft. Wer das tatsächlich in Produktion gesehen hat? Alter, wie komme ich denn hier rüber? Ich muss von Anfang an laufen oder was? Bei Level 10. Level 10. Dann spiele ich auch nochmal Level 10. Muss ich von Anfang an laufen, sonst komme ich da nicht hin. Anuki! Anuki hat es in der Produktion einmal gesehen. Wieso hat die das gesehen? Weil die mich mal besucht hat, tatsächlich. What? Da war ich noch in Friddelhain im Atelier. Techtelmechtel oder was? Und zwar richtig. Was? Quatsch. Gott sei Dank ist hier der Totenkopf im Hintergrund. Was? Da fällt man runter? Das sieht man überhaupt nicht. Ja, man muss die Level schon ein bisschen lernen. Das Wir ist, sind alle sehr stolz, schreibt Nina Funky. Dass du Level 9 geschafft hast, da bin ich auch stolz drauf. Ich weiß nicht, ob das mein Skill hier gerade war oder ob, weil du einfach ein Spiel programmiert hast. Ich weiß es nicht. Ich hab's ja nicht programmiert. Also gemacht hast. Alter, ich sehe hier nicht, wo man runterfällt. Ohne Scheiß. Da muss noch die Farbe ändern oder so. Ach so, ja, in der Regel. Level 10 bist du, ne? In der Regel. Ich bin ein Mann, ich hab keine Regel. Ja. Doch, hast du. Du, es blutet nur nicht so stark. Ich brauche nur einen Tampon, nicht sieben. Nein! Komm, jetzt immer ein Rage Quit jetzt, okay? Ist es okay, wenn ich von deinem Spiel ein Rage Quit mache? Oh, ey.
Na, du musst schon hingucken, wo die Löcher im Boden sind. Ja, die Löcher, die kann man überhaupt gar nicht sehen. Das ist unmöglich. It's not possible. So, wir wollten ja noch Tryn spielen. Sollen wir das machen? Ja, das können wir machen. Also spielt das, aber liebe Leute. Es ist echt, das lohnt sich. So. So, da fliege ich aus dem Bild raus. Gut, ich gehe ins Menü. Ich mache einmal noch die Sache. Ich zeige noch einmal im Menü, wo man hinkommt. Das ist auch tatsächlich im auf dem Android-Ding so. Da gibt es hier oben links den Knopf. Da gibt es hier oben links den Knopf. So, Leute, irgendwie scheint hier Twitch-Alert gerade nicht so richtig zu funktionieren. Gott sei Dank gibt es Thank You, Paul. Vielen Dank an dieser Stelle an Murphy. Deshalb kommen hier momentan nicht die Alerts rein. Das heißt, ich muss das nochmal neu einrichten irgendwie. Die haben ein Update gemacht bei Twitch Alerts und ich hatte noch keine Zeit, das einzurichten. Insofern, bitte nicht böse sein, dass ich hier momentan die Sachen, dass man die nicht hört. Ich habe nämlich gesehen, das haben einige schon subscribed. Deshalb werde ich nämlich hier My Subscribers. Mal ganz kurz gucken, ob mir das hier angezeigt wird, wer hier als letztes subscribed hat. Man hört ein Geschrei bis ins Münsterland, sagt Amy. Ja, das könnte sein. War ja auch echt fies. So. Ja, aber jetzt, du hast auch schon ein bisschen, ich dachte gerade, du hättest Skill genug für dieses Spiel. Oh, jetzt sehe ich. Hast du es mal auf deinem du könntest mal auf deinem Telefon installieren. Du hast auch Android. Ja, ich habe auch Android. Ja, das werde ich auch mal machen, auf jeden Fall. Und nur da konnte ich es halt, hätte ich es jetzt halt nicht so gut zeigen können, irgendwie. Stimmt. Ach so, das wollte ich ja noch machen. Ich habe mir extra eine Installation hin. So, Talia und MinaDK haben heute subscribed und irgendwie kann ich aber nicht einen Resubscribe hier gerade mehr anzeigen lassen, anscheinend. Vielleicht bitte, liebe Moderatoren, oder Murphy, du hast ja bestimmt Einsicht. Könntest du mir einfach die jetzt gerade hier subscriben, einfach nochmal nennen, dann würde ich die gleich auch nochmal vorlesen. Androsanus habe ich jetzt gerade gesehen, hat für 2 Monate unterschrieben oder für 3. Insofern vielen Dank. So, und jetzt wird Dingens gezockt. Tryn. Ah, Dingens, Tryn. Tryn. Genau. Tryn hat uns echt sehr gut gefallen. Letztes Mal, als wir es zu dritt gespielt haben. Oh, und ich muss noch meinen Controller einmal kurz einstecken. Ach so, stimmt. Und ich habe den 17. Level heute im Stream gebaut. Geil, ne? Updatest du das jetzt auch regelmäßig? Regelmäßig, weil jetzt wahrscheinlich kommt erstmal nichts, weil ich gerade viel zu viel zu tun habe. Aber wenn Bugs auftreten oder sowas, dann setze ich mich schon ran. Na ja, gut, Bugs, du anscheinend hast du ja jetzt gerade noch ein neues Level gemacht. Nö, jetzt nur im Stream, um zu zeigen, wie das funktioniert. Ich lade es doch hoch, die Leute wollen Content. Content. Der ist nicht gut genug geworden. Dann ist das ja, du nimmst es als Vorlage und du arbeitest weiter dran oder so. Hast es hoffentlich abgespeichert. Ich habe zumindest eine Idee erhaschen können. Von mir selber. Sehr gut. Warte, ich poste das jetzt noch einmal bei mir. So, ich bin online. So. Man hört auch schon die Musik im Hintergrund. Die ist sehr schön. Ah ja. Ist mein Bart flauschig? Ich habe noch nichts. Noch nichts. Final Exam spielen wir, ne? Ne, Tryn. So, Stuttlepad ist da. Start Tryn. Jedes Mal, wenn einer subscribt, stelle ich mir vor, wie der oder diejenige einen fetten Fünfer unter Rumpels Mütze schnippt. Das ist aber gar nicht so einfach. Irgendwie ganz schön eng hier. Ja? Die Mütze sitzt sehr, sehr stark an. Ich habe das Gefühl, dass wir heute sehr dunkel sind. Dünkel? Kann das sein? Dünkel? Es dünkelt mich. Ich freue mich gleich auch noch auf das andere Spiel. Das wird auch super. Es dünkelt mir. So. Der lädt aber sehr lange. Oh, Nati Kieselchen, ich werde mich verabschieden, muss morgen arbeiten, dann wünsche ich dir eine... Achso, genau, ich habe dein Paket bekommen, vielen, vielen Dank, sehr, sehr lecker und sehr, sehr hübsch. Jetzt weiß keiner, was gemeint ist, aber sie weiß es. Boah, ich kann es mir vorstellen. Ja, was denn? Kekse. So, Paul hat zurzeit bei 9 Subs leider einen Absturz. Vielleicht liegt das daran, dass die 9 Subs einfach nicht wirklich richtig transportiert werden und vielleicht ist es gar nicht die Schuld von Twitch Alert, sondern von Twitch selber. Twitch hat nämlich auch echt ein paar komische Sachen. Aber ich habe hier gerade nur, Fingarniel hat für 7 Monate unterschrieben, das Schräubchen für 7 Monate,
Tricksilver für 2 Monate. Alesia Alisanos. Alesia Alisanos für 5 Monate. Androsanos für 3 Monate. Und, oh, ich. In Klammern Murphy. Für 14 Monate tatsächlich. 14 Monate. Alter Scharwede. Ja, ich bin vielen da. Dank. Du bist da? Ah ja. Glaube ich. Was war? Gut ist das Passwort? Ja, das war.